Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, das letzte Mittwochs-Update ist draußen. Es geht weiter hier in Dandal. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Es geht weiter mit der Story-Quest bei Rania und Sigri. Das letzte Mal hat sich ja Sigri vor der großen Wahl ausgeruht. Mal sehen, wie es heute weitergeht. Ob heute schon die Wahl beginnt oder nicht. Dasha, bist du das? Was für ein Glück. Hilf mir bitte beim Suchen. Mama ist schon auf der Veranstaltung. Aber sie hat Was ist denn das? Hilf mir bitte beim Suchen. Mama ist schon auf der Veranstaltung. Aber sie hat ihr Redemanuskript vergessen. So, jetzt ist es richtig. Oh, hier. Die Leonie Snowrider läuft hier die ganze Zeit gegen die Wand. Ist auch nicht schlecht. Die Aufzeichnungen müssen hier irgendwo sein. Wir müssen sie schleunigst finden. Mama wird ihre Rede jede Minute halten. Jetzt müssen wir das suchen, richtig? Ja, das war mir klar. Und wetten, wir müssen absteigen für jedes Suchen. Wetten? Oh nee, doch nicht. Ich hab nichts Interessantes gefunden. Na, glaubt die Dinger nicht. Gras kann sehr interessant sein. Oh, hoppala. Grünzeug, natürlich. Bei die Bärchen. Gott sei Dank haben wir sie gefunden. Sie war so nervös wegen ihrer Rede, dass ich es mir niemals verzeihen würde, wenn sie ohne ihr Manuskript nicht mehr weiter wüsste. Wir müssen Mama ihre Aufzeichnungen bringen. Sie ist auf der Wahlkampfveranstaltung. Mitten in der Stadt. Los geht's! Alles klar, dann wohl, Mama. Oh, hier ist schon Aufriss von oben nach unten. Nein, wir sind zu spät dran. Mein Manuskript, wie soll ich da ohne mein Manuskript draufgehen? Du brauchst es nicht, Sigri. Sag einfach, was du auf dem Herzen hast. Was würde Rania jetzt wohl sagen? Hab Vertrauen in dich. Rania, wenn sie mir vertraut, dann muss ich es wenigstens versuchen. Okay. Hinaus, Ma. Hallo allerseits. Mama, du schaffst es. Meine Oma hat immer gesagt, dass der Geist der Schildmaid im Blut der Avengers fließt. Nun ja, ob das stimmt, weiß ich nicht wirklich. Aber auf eins könnt ihr vertrauen. Dandal ist schon seit Generationen die Heimat meiner Familie. Und wenn ich sage, dass ich für euch als Stadträtin kämpfen werde, dann liegt es daran, dass dies das Einzige ist, was ich beherrsche. Wir aus Dandal passen aufeinander auf. Wir hören uns gegenseitig zu.
Wir helfen uns. Wir haben vielleicht nicht besonders viel. Aber was wir haben, das teilen wir auch. Wir verscherbeln unsere wertvollen Ressourcen nicht an Großunternehmen. Ich lebe vielleicht nicht in einem so großen Haus wie Skull. Aber ich hoffe, dass ihr wisst, dass ihr immer im Haus der Verangers willkommen seid. Wenn ihr eine Übernachtungsmöglichkeit oder ein warmes Essen braucht. Egal, ob ihr hier aufgewachsen oder sogar erst kürzlich angekommen seid. Wenn ihr euch für Dandal einsetzt, gehört ihr zur Familie. Sigri, Sigri, Sigri. Mama. Mama hat's geschafft, nicht wahr? Ich spüre die Energie der Leute. Skull wird es nicht einfach haben, etwas auf diese Rede draufzusetzen. Oh, ich glaube, er fängt gleich an. Ich möchte meiner guten Freundin Sigri für ihre bewegende Rede bedanken. Wir aus Dandal passen aufeinander auf, das hätte ich nicht besser formulieren können. Man muss aber nicht in der Regierung arbeiten, um seinen Nachbarn zu helfen. Die Leitung einer Gemeinde ist mehr als ein gemütliches Picknick miteinander. Nichts für ungut, Sigri. Dein Auflauf dabei ist immer himmlisch. Und es ist wahr, kürzlich gab es ein paar Missverständliche bezüglich des Wassers. Wenn ich aber diese Maßnahmen nicht ergriffen hätte, hätten wir die Stelle schließen müssen. Und Frau Schollehaus hätte nicht die Fuchsimpfung bekommen. Außerdem hätten wir dann die Ranger-Station zusperren müssen. Ein Anführer muss harte Entscheidungen treffen und deswegen braucht ihr jemanden mit Erfahrung, um Jovik City die Stirn zu bieten. Wem wollt ihr also vertrauen? Einer wohlmeinenden Schiffsbauerin ohne Regierungserfahrung? Oder jemanden, der die letzten 8 Jahre alles für eure Sicherheit gegeben hat? Ich weiß nicht, er hat ein paar gute Argumente. Ich mag Sigri, aber hat sie auch die nötige Erfahrung? 4 weitere Jahre. Genau das habe ich mir gedacht. Oh, oh, oh. Was, wenn Skull recht hat? Wenn wir es nicht einfach... Was, wenn wir es einfach nicht drauf haben? Das war ein Riesenfehler. Danke, dass ihr an mich glaubt, aber Skull hat recht. Ich weiß nicht, was ich mache. Die Leute von Dandal verdienen einen Vertreter, der weiß, wie alles funktioniert. Ich hätte mir niemals Hoffnung machen sollen. Sag doch nicht sowas, Mama. Du lässt zu, dass diese Schlange Skull dich persönlich angreift. Und du hast doch die Leute gehört. Sie lieben dich. Sie vertrauen dir. Mag sein. Aber dann hat Skull gesprochen und sie haben alle vergessen, was von der Stadt er alles verscherbelt hat. Erfahrung ist am Ende alles, was zählt. Gib jetzt bitte nicht auf, Mama. Am Wahltag werden sie sich daran erinnern, wer ihre Interessen am besten vertritt. Okay, Rania. Ich werde es für dich tun. Nicht für mich. Für Dandal. Das ist unsere Heimat, Mama. Sie verdienen den besten Vertreter, den sie bekommen kann. Wenn ich es so betrachte, darf ich Skull nicht gewinnen lassen. So. Ich hasse es, wenn Mamas Zuversicht dermaßen erschüttert ist. Aber ich kann ihr auch nicht die Schuld dafür geben. Sie hat ja noch nie sowas gemacht.
Aber wenn wir beide ihr helfen, braucht sie sich um nichts Sorgen zu machen. Die Leute sind so unbeständig. Einmal jubeln sie Mama zu und nun Augenblicke später stehen sie wieder hinter Skull. Wir müssen sie daran erinnern, was Mama alles für sie getan hat. Und finden heraus, womit man ihre Stimme bekommen kann, wenn sie mal zufällig am Zaun stehen. Ich weiß genau, wo wir anfangen können. Jolene Mossert betreibt die Stelle hier in Dundal. Mama hat ihr beim Tischlern oder bei Reparaturen geholfen und hat ihr sogar Heu geliehen, als der Stall in Schwierigkeiten steckte. Nachdem Dundal nun wieder für Besucher geöffnet ist, könnte Jolene vermutlich Hilfe gebrauchen. Und eine freundliche Erinnerung daran, wer dafür gesorgt hat, dass ihr Betrieb immer noch läuft. Ich komme mit der Länger zu den Stellen. Da treffen wir uns. Okay. Das können wir machen. Viel los jetzt gerade. Es hängt und leckt gerade ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein großes Drama. Hallo und willkommen bei den Stellen in Dundal. Ihr seid nicht für das lecker Tatzen Trailreiten Picknick hier, nicht wahr? Nein? Was bin ich erleichtert? In diesem Fall dürft ihr euch gerne umsehen. Aber ich kann euch im Moment wirklich nicht helfen. Ich habe ein Dutzend Touristen hier und die Pferde sind noch nicht gesattelt. Ihr seid immer noch hier? Ich habe doch gesagt, dass es gerade nicht der optimale Zeitpunkt ist. Ich habe zu viel zu tun. Warum fragst du dann niemanden um Hilfe, wenn du schon so viel zu tun hast, Jolene? Rania, wie schön, dich und Dillinger wiederzusehen. Ich habe gehört, dass wir euch dafür danken müssen, dass diese falschen Ärzte nicht mehr in der Stadt sind. Das war Teamarbeit. Wie meine Mama immer zu sagen pflegt, gibt es keine unlösbaren Probleme, solange man seinen Mitbürgern vertraut. Und genau deswegen bewirbt sie sich auch als Stadträtin. Sie kann doch bestimmt auf deine Stimme zählen, oder Jolene? Ja, es ist schon lustig, dass du das fragst. Ihr wisst ja, dass ich Sigrid total gern habe. Aber Stadtrat Skoll ist nach der Wahlkampfveranstaltung vorbeigekommen und meinte, dass er große Pläne für die kleinen Unternehmen von Dundal hätte. Er hätte schon mit einem Marketingteam in New York City gesprochen und für ein kleines Investment. Wenn Versprechen von Skoll alles gewesen wären, dass sein Stall an Hilfe hat, dann hättest du schon vor Jahren zusperren können. Derweil war Mama immer für dich da, mit dem Hammer in der Hand und bereit zu helfen. Du erstickst gerade in Arbeit, dann sag uns doch einfach, was wir tun sollen. Ach, ihr habt recht. So könnt ihr Mädchen mir helfen. Ich habe 6 Pferde, die gesattelt werden müssen. Verpflegung, die eingepackt werden muss. Und einen Wanderführer, der sich verlaufen hat. Wenn ihr mir dabei helft, ein paar Dinge zu erledigen, ist alles bereit für den großen Ausritt der Leckertatzen. Kein Problem, Jolene. Wir sind schon dabei. Du kannst immer auf die Verangers zählen, wenn es etwas zu erledigen gibt.
Nach all dem, was wir zur Rettung des Wassers in Dandal unternommen haben, sind Stellarbeiten wirklich banal. Wenigstens braucht sie keine Hilfe beim Ausmisten. Nicht wahr? Fangen wir damit an, die Pferde für Juliens Gäste zu satteln. Du schaffst das doch alleine, oder? Ich kann die Ledersättel schon von hier aus riechen. Also sollst du alles haben, was man dafür braucht. Ich reite voraus und sehe mir das Essen für das Picknick beim Trailreiten an. Ja, genau. Sie ist blind, nochmal darauf aufmerksam zu machen, aber sie sieht sich das Essen an. Ja. Wir treffen uns dann im Café, sobald du hier fertig bist. Alles klar, das ist kein Problem. Gut. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier ein... Och, was klicke ich mir denn hier zurecht? Wir haben hier, wenn ich das richtig sehe, ein Kaltlüder. Und... Nee. Ein Kaltlüder, ein Connemara und ein Mustang. Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Gib Ranja Bescheid, dass du fertig bist. Alles klar. Die Pferde sind gesattelt und die Taschen angehängt. Großartig. Dann können wir jetzt die Sachen fürs Picknick packen. Alles klar, wunderbar. Aber ehe wir diese Sachen packen, werde ich mal sagen, verabschiede ich mich für euch von heute. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.